Freunde der gepflegten Radsportunterhaltung. Ihr habt es richtig gehört, heute mal kein Motorsport, sondern Radsport. Irgendwann im Sommer habe ich mal ein paar Storys gemacht, ob ihr Bock habt, dass wir die Kamera mal mitnehmen auf die zwei, drei Radveranstaltungen, die wir so haben in diesem Jahr. Bisschen ambitioniert, weil vor allem, ihr wisst, jeder Profi, Motorradsportler fährt Fahrrad, mindestens zur Vorbereitung. Einige auch viel intensiver, viele IDM-Fahrer und von euch auch ganz, ganz viele, die am Rennrad unterwegs sind, das weiß ich auch. Ich mache das dieses Jahr auch mal ein bisschen intensiver mit Training nach Plan und so. Ich muss so ein bisschen abspecken, weil am Berg zieht Kilo rückwärts. Jawohl, aber jetzt sind wir hier. Ihr seht es wahrscheinlich erst im Winter. Aber es ist der 1. Mai morgen und dann findet hier der Frankfurt-Eschborn-Radklassiker statt. Deutschlands größte Fahrradrennenveranstaltung. 10.000 Starter. Völlig gestört, was hier morgen los ist. Ich weiß jetzt schon, war letztes Jahr auch dabei. Bin leider alleine. Henrik hat sich verletzt, mein Mitfahrer. Genau, aber jetzt nehme ich die Kamera morgen mal mit. Ob das klappt mit Ton, ich mache es zum ersten Mal auf dem Fahrrad. Habe mir hier so ein Gurt besorgt. Killt die Aero natürlich. Aber egal, für euch natürlich. Ne? Und dann habe ich auch eine Ausrede, warum ich nicht auf Platz 1 lande. 105 Kilometer stehen vor der Tür. Fahrrad ist noch im Auto, zeige ich euch noch. Ich führe euch jetzt nochmal rum hier im Hotelzimmer. Jawohl, da fängt es an. Hier die Buchse ist schon auf, weil die Kohlenhydrate mussten schon rein eben. Pasta Party. Hier noch ein paar Gels für morgen vorm Rennen, während des Rennens und vorm Rennen. Riegel, Magnesium muss gleich noch rein. Bisschen Kohlenhydratpulver, Bananen. Zuckerladen darf ich gleich auch noch, weil wir brauchen Energie und die Speicher müssen voll. Genau, hier noch so ein paar alkoholfreies Zeug, das gab es zur Anmeldung. Trikot, Helm, das ganze Zeug. Hier mache ich noch ein bisschen die Beine frei gleich mit der Gun. Jawohl, letzten zwei Tage extra nichts gemacht, um ein bisschen zu schonen. Hier ist noch ein Base Layer. Trikot muss ich noch anbringen. Startnummer am Fahrrad ebenso. Pulsgurt, das ganze Zeug. Jawohl, und genau hier noch das Allerwichtigste. Die Beine müssen natürlich rasiert werden. Das, was die Kamera killt an Aerodynamik, das holen dann die nackten Beine wieder raus. Für einen echten Fahrradprofi muss das so. Leute, ich bin gespannt, morgen geht's ab. So, da sind die rasierten Maschinen. Keine Angst, ich habe eine Unterblinde an. Ich wusste nicht, bis wo man das macht. Ich habe mal so bis hier gemacht. Das sind sicherlich 10 Watt mehr, die ich treten kann morgen. Ja, also wer fühlt's? Rasierte Beine oder an die vielleicht Radfahrer, die jetzt das erste Mal zuschauen, schalten bei unserem Motorsportkanal. Ja. Wir haben hier oft ein falsches Männlichkeitsbild, ein sehr konservatives unter vielen Motorradsportlern. Deswegen ist das den meisten wahrscheinlich auch ein bisschen zu gay hier. Aber ich finde es irgendwie ganz angenehm, vor allen Dingen nach dem Duschen ist es immer ganz gut. Also, das hier sind Siegerbeine, wie man sieht. Und ich hoffe, dass das Rasieren was gebracht hat. Bisschen stoppelig die ganze Nummer. Ich weiß auch nicht, hier sieht man die Kante vielleicht ein bisschen bis dahin. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wenn ihr Experten seid, bis wo man das eigentlich macht. Oder ob es nur bis hier oder ganz mit Klöten. Naja, ey, ich geh jetzt bennen. Guten Morgen. Natürlich mies geschlafen in dem beschissenen Bett hier. 6.30 Uhr, ich habe eben gefrühstückt, hatte auch überhaupt gar keinen Hunger. Aber ich habe mir irgendwas reingequetscht, ein paar schnelle Weißbrot mit Honig, ein bisschen Müsli. Ja, ich ziehe mich jetzt an und dann rolle ich mal auf Achse. Das ist so 3-4 Kilometer weg von hier zum Start gleich. Ja, ich glaube 8.30 Uhr ist oder 8.45 Uhr ist mein Startblock. Kein Bock. So, wir rollen jetzt mal zum Start. Hier ist die Kamera angebracht. Mal gucken, ob das was wird. Ja, die Dreckstartnummer hier vorne, richtig Aero. Mal gucken, 2-3 Kilometer Anfahrt, jetzt war schon ein bisschen warm. Aber alles voll. Alles voll Radfahrer hier, unglaublich. Und so, kurz vorm Start bin ich nochmal angehalten. Hier einmal das Setup präsentieren. Das staubige, man sieht es hier, Hilfe. Die Blüten. Rose X-Lite 06.
Ja, in matt, schwarz. Genau, Ultegra, DI2 dran, dieses ganze Zeug, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Diese hässlichen Dinge habe ich angebracht, Startnummern hier hinten, natürlich auch schief, wenn man von hinten guckt. Herrlich, und hier ist noch eine kleine Tourmarker. Jawohl, die Sonne scheint, die Leute fahren hier die ganze Zeit schon hin und her zum Warmfahren, eine halbe Stunde geht's los. Mein Outfit zeige ich gleich auch nochmal, ich finde es schäbig, aber naja. So, hier ist mein Outfit, Brille mit Sehstärke, Specialized Helm, irgendwelche Agu-Klamotten, weiße Socken, wie sich das gehört. Und ja, mal gucken, ob das was wird. Ich habe mich aber nicht rasiert hier oben, nur die Beine natürlich, viel wichtiger. Eine wichtige Sache darf natürlich nicht fehlen, auch wenn es ein Fahrradvideo ist, Leute. Liebe Grüße an unsere Frankfurter Community. Ah, mit Falten, da regt sich Stefan wieder auf, scheiße. Wer das entdeckt, ne, markiert es in der Story. Ich habe jetzt schon einen Puls von fast 110. Oh Gott, im Stehen. Wie soll das nur werden? So, geht los, ey. Jetzt 130er Puls. Okay, ist gestartet. Ich starte genau so eine Reaktion wie beim Motorrad drin. Erstmal fisch. Geht los. Puls, ich raste aus, noch keinen Meter gefahren. Ja, manche sind ein bisschen eingeschüchtert, aber das wird sich schon geben. So. Immer Langspiel, immer großes Plattform, dann habt ihr Geschwindigkeit. Mitte. Ich hab's geschafft.
Dann geht's erstmal runter oder wie geht's dann weiter? Geht runter, ne? Und irgendwann kommt nochmal so ein Ficker. Links und dann nochmal so. So ein Ficker, oder? Ich habe auch fein gelutscht die ganze Zeit und dann. Aber heute die Oberschenkel waren so zu. Gar nicht. Aber ich dachte, irgendwie ist es zu schnell. Zu schnell. Wollte ich gar nicht. Ah, Leute, ey. Ah, geht da nicht rüber, oder? Doch. Doch. Dankeschön. Ah, da ist das Ding. GoPro ist kaputt gegangen. Herrlich, scheiße. Jawohl, Leute, das war's. Geschafft, die Scheiße. Ich war jetzt noch hier im Hotel. Die ganzen Hotels rundherum haben alle so ein Late-Checkout, dass man noch geil duschen kann. Das ist sehr nice. Ja. Die GoPro ist natürlich unterwegs abgekackt nach dem Felsberg runter. Das ist schade. Ich hätte gerne noch da in Oberursel diese Wand mit 25% Steigung oder mehr, keine Ahnung, aufgenommen. Und die Zieleinfahrt natürlich. Ich habe ab und zu das Handy rausgeholt. Aber ja, das war geil, das war knackig. War für uns der erste Versuch, mal so einen Vlog zu machen von der Fahrradveranstaltung. Ich hoffe, es taugt euch. Ich hoffe, es gefällt euch halbwegs, auch wenn es... Wenn die Bilder ausbaufähig sind, ich habe noch nicht mal alles gesichtet gerade. Jawohl, bestes Wetter, völlig gestört. Letzte Woche hat es geschneit, heute sind es 25 Grad hier. Noch ein paar Hard Facts. 10.000 Starter, ich bin gelandet auf Platz 1223 und in meiner Altersklasse auf Platz 258, glaube ich. 103 Kilometer, knapp 1500 Höhenmeter. Ich habe einen Wattschnitt von 215 oder 214 Watt gehabt, Pulsschnitt 162, glaube ich. Ist alles ausbaufähig, aber geht schon, glaube ich, ganz gut klar. 32,6 oder 8er Schnitt bei den Höhenmetern geht alles klar. Wurde von Anfang an sofort gedrückt. Ich bin mit viel zu hohem Puls gestartet, hat sich danach so ein bisschen gelegt, die ganze Nummer.
Jawohl, also tut mir gefallen, schreibt mal rein, ob es euch gefallen hat, ob ihr Bock drauf habt, das mal noch öfter zu sehen. Vielleicht seid ihr auch dabei oder seid dabei gewesen. Ein paar von euch haben mir geschrieben auf jeden Fall. Das fand ich richtig cool, die auch dabei waren. Leute, vielen Dank. Wir sehen uns. Peace.